Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Total War Rome 2 Against Kampagne mit Jonah. Ja, servus Mädels. Alles fit im Schritt? Heute wieder mal. Heute wieder mal eine neue Kampagne. Ja, genau. Heute wird gebettelt. Ja, ich schlitz dich auf, AMK. Ach, mir noch immer. Ja, und wir haben sogar ein Thema. Wir. Ja. Wir sind sehr dumme Noob da. Ja, auf ein sehr neues Thema natürlich, was noch keiner bis jetzt gemacht hat. Sehr kreativ, würde ich sagen. Whiskys Mom. Alles klar. Du Arschloch. Und zwar, dieses Thema wurde ausgesucht von uns, weil wir keine Themen in den fucking Kommentaren gefunden haben. Ja, genau. Leute, warum macht ihr sowas? Ihr müsst mehr Themen, über die wir mal labern sollen, in die Kommentare ballern und ein paar Mähnamen. Ich meine nicht solche Namen wie die räudigen Laura. Also ich finde scheiße. Der hat auch, glaube ich, noch in den Kommentaren geschrieben, also ich finde meine Annähnamen eigentlich recht cool. Ich finde die gut. Also ich finde gut. Oh Leute, ich habe ja eine Armee übernommen. Ja. Habe ich denn hier eine? Lol. Gut. Ja, weil du eine Konföderation gemacht hast eventuell. Oh, da überlege ich jetzt richtig. Der Verfolger der Karma. Hat der schon irgendwas? Nee. Plus 5% Moral für alle Einheiten. Zweimal Kelchkrieger und zweimal Schwertkrieger. Alter, was machst du denn für öffentlich? Oh Gott. Okay. Aber, Jonah, du darfst. Weißt du bist der Auserwählte, du darfst mal sagen, was haben wir denn für ein Thema? Die ganzen YouTube-Schwuchtel in Deutschland. Das hast du schön gesagt. Das hast du schön gesagt. Habe ich sehr schön gesagt, das finde ich auch so. Mich würde mal interessieren, das könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Mann, Alter, heute werden so viele Kommentare unter den Videos stehen. Ja, und wenn da nicht, aktiv. Wenn da nicht über 100 Kommentare in den Kommentaren sind, ja. Ja, ihr aktiven Spritzer. Genau, dann komme ich zu jedem von euch persönlich. Mich würde mal interessieren, welche anderen YouTuber ihr noch schaut. Also ich würde mich echt interessieren, ob es in Whiskys Abonnenten Leute gibt, die, ich möchte jetzt hier keinen verurteilen, ich werde es wahrscheinlich tun, aber ich möchte es eigentlich nicht. die Leute schauen, wie heißen die denn? KS, also irgendwas mit KS da und so Pumper-YouTuber, also ApoRed, sich die Musik ein bisschen gönnen, wenn die nach Hause fahren in der Bahn. Bin mir so peinlich mit dem Lied anzuhören, Alter, auch noch so richtig laut ohne Kopfhörer. So wie Photoshop. So wie Photoshop. Und alle so Every in der Bahn. Day Saturday. Boah, Alter, das würde ich nie machen, ne? Das wäre so eine richtig harte Bestrafung für so ein Video oder irgend so ein Scheiß. So, ja. So Upper-Red-Mucke in der Bahn pumpen. Ja, siehste, da bringe ich die ganzen Lifestyle-YouTuber wieder auf eine Idee. Weißt du, die gucken auch alle meine Videos. Ja, sicherlich. Ja, ja. Natürlich. Habe ich mir wieder eine Idee beschafft. Ich glaube, mich das echt mal interessieren, wer diese YouTuber anschaut, weil ich... Ja. Ich muss dann auch noch so einfügen, wie du sagst, ich will jetzt hier keinen verurteilen, so ein Blackscreen und dann so eine Schrift. Das weiterfolgende Video ist nicht für ApoRed-Zuschauer oder ähnliches geeignet. Bitte jetzt abschalten. Link zum nächsten Video. Ich schaue diese YouTuber persönlich nicht. Warum nicht? Ich bin da auch jetzt nicht gerade wirklich dran interessiert, mir die anzuschauen, aber. Ja, warum geht die wieder hoch? Gut, jedem das seine, ja, also. Ich finde die halt langweilig. Ja, keine Ahnung, ich kann halt mit dem Content ehrlich gesagt nichts anfangen, weil das. Ja. Was willst du mal gucken? Immer... Ich meine jetzt, ich finde es jetzt nicht so interessant, dass man in irgendeiner Scheiße badet. Keine Ahnung.
was ich da schon für Sachen gehört habe, keine Ahnung, in Brennnesseln baden oder irgend so ein Scheiß, keine Ahnung, was hier. Sind über Brennnesseln gelaufen? Alter, was sind das hier? Ich glaube, die sind da drin gebadet. Was sind das hier für ein Typ? Weil ich guck auch gerne, also ich persönlich guck gerne so Satire-YouTuber wie Klängern oder sowas. Kennst du den? Kuchen-TV. Ach nein, den guck ich nicht, aber. Ich guck halt relativ viel Klängern, kann man sagen. Und der Typ macht halt. Kann ich euch behilfen? Du weißt das nicht? Weiß ich, wer Klängern ist, nein. Ja, den kann ich dir dann nach der Aufnahme mal zeigen. Der macht halt so ein bisschen Satire, das heißt, der verarscht diese ganzen YouTuber. Und macht sich halt über deren Content lustig und verurteilt die halt auch ein bisschen. Das finde ich halt auch richtig. Das finde ich richtig cool. Das ist und, cool. Und das ist lustig. Lustig. Und das ist lustig. Das ist cool. So. Ja, das. Ja, aber der Content von denen ist halt. Weißt du, und dann ApoRed vor allem. Ein Musikvideo nach dem anderen und bei jedem sagt er dann danach, wenn es lauter Dislikes bekommt, ja, das war nur ein Scherz. Wirklich bei jedem. Just a prank, bro. Wollt ihr ein Schutzbündnis? Nein. Warum nicht? Was für YouTuber schaust du denn so, Jona? Ich persönlich? Ich bin relativ wenig auf YouTube unterwegs. Wenn ich mir irgendwie Videos anschaue, dann schaue ich mir so absolut Scheiße an, wo ich danach meinen Verlauf löschen muss, weil es mir sonst echt so peinlich wäre. Alles klar. Also kannst du nicht meine Videos gucken. Das... Also guckst du Grimses Videos, seine alten, oder? Ja, die schaue ich mir manchmal an. Und dann Verlauf löschen. Ja, und erstmal Verlauf löschen, weil das ist mir echt so peinlich. Ja. Ich habe unterschiedlichste YouTuber angeschaut. Ich habe früher mal Günther Shadow LP jetzt mich viel geschaut. Das gebe ich auch zu, das finde ich jetzt auch kein. Ja gut, die Phase habe ich auch gehabt. Greife ich dir langweilig. Schauen. Ich mache jetzt echt mal ernsthaft live in der Aufnahme jetzt hier. Nachdem ich die Runde beendet habe, mein Handy oh an. Oh Gott! Ey nein, wie kommt er denn dahin? Und zwar. Weil die laufen da gerade einfach random durch mein Gebiet. Wer? In Bratus Panium. Ja. Ich nenne die Stadt einfach Bratwurst. Wer läuft da durch? So. Die Chanuten oder so. Die Kanucken. Die Kanacken. Die Kanacken, Alter. Die Kanacken, komm. Versteck dich. Also, ich habe dich abonniert. Ich habe Grimse abonniert. Die Vereinten Legionen Roms, wenn das Leute nicht kennen, bei denen spiele ich Turnierschlachten manchmal mit. Könnt ihr mal vorbeischauen. Die sind eigentlich relativ stabil und aktiv im Start. Ach, die sind stabil? Ich dachte, die sind instabil. Ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal abonniert. Ich weiß, das ist reulich, aber ich will auf jeden Fall einen Abonnenten haben. Ich kann dich doch auch abonnieren. Und dann habe ich relativ viele Kanäle, so Make Something heißt das und Woodworking irgendwas, weil ich hier in Kanada in der Schule Woodworking habe, als Schulfach. Was soll ich denn auf meinem Handy auch kurz gucken, was ich so abonniert habe? Da habe ich das an. Und ich habe noch. Jetzt kommen die peinlichen Nahe. Wenn ich jemanden kennt, ich weiß, wer jemanden kennt. Faisal Kawusi. Ich finde den voll witzig. Was? So ein Comedian. Faisal Kawusi. Den kenne ich nicht, nein. Dann habe ich Hannibal Bark abonniert, aber das ist genauso, wenn du nichts abonnierst, weil der lädt so. Der lädt ja eh nichts hoch. Und dann natürlich noch. Da wissen jetzt nur die Insider Bescheid. Lexi Rock. Oh, die kenne ich sogar. Als ob, Jona. Doch, same. Oh Gott. Toll. Nee, war just a prank. Ich hab natürlich noch abonniert. Red, Krappi und... Ja, natürlich, Alter. Auch in Dauerschleife-Playlist. Ihr hört sich auch gerade nur die Musik von denen an. Zurzeit. Dann habe ich noch, Bibi. Heißt eigentlich echt Dagi oder sind es zwei Kanäle? Warte mal. Wen meinst du jetzt? Wie? Wo? Was? Da gibt's ja einen, die heißt irgendwie. Ja, es gibt zwei, glaube ich. Ducky Bee und Bibi's Beauty Planters, oder? Bist du sicher? Ich dachte, dass die eine um die ihrem Freund zusammen hat. Nein. Glaube ich nicht. Also, ich weiß jetzt zwar nicht, wen du meinst, aber ich glaube, dass die beide einen Freund haben, aber.
Die eine hat auf jeden Fall so einen Russen irgendwie, mit dem sie irgendwie so Hochzeitsvideos macht, aber der will sich nicht zeigen oder so. Keine Ahnung, hab ich mal gesehen. Hochzeitvideos? Ich glaube, wir reden gerade von etwas anderem. Ja? Ja. Ich kann mich nicht also erinnern, dass... Fotzen, ey. Ja. Richtig schlimm, Alter. Ja, klar, Alter. Jetzt beleidige ich halt noch mehr. Dann kann ich mein Video ab 18 schalten. Du Hurensohn. Alles klar. Also was? Warum sollte ich denn beleidigen? Bekomme ich einen YouTube-Strike? Aber ganz ehrlich, das gibt's wirklich. Wenn du ein Video hochlädst, wo zu viele Schimpfwörter und so drin sind, das ist, keine Ahnung, das erkennt das, bevor ich das Video veröffentlicht habe, bekomme ich eine E-Mail von YouTube, dass ich das Video nicht monetarisieren darf. Und du ins Blog? Ja, keine Ahnung. Der macht halt Aufrufe, ne? Also, das ist ja wohl, das ist ja egal. Weißt du, Katja Krasavitz also darf ja auch weitermachen. Wenn Allotrix das hier hochlädt oder so. Oder das also, hier. Also, ich will ja nichts sagen, okay. Ne? Also, Katja Krasavitz, die darf ja auch weitermachen. Obwohl eigentlich... Ja, ich würde eigentlich auch gerne den Content machen, was die macht. Jona. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Okay. Ganz einfach, nein! Soll ich mal vorlesen, was ich jetzt gerade so abonniert habe? Also eher gesagt, was ich gerade so schaue. Ich habe richtig viel Scheiße abonniert. Also ja, ich habe, abonniert habe ich gerade noch Alt-F4 Games. Kennst keine Ahnung, wer das ist. Der macht halt lauter Reviews über Spiele und macht die eigentlich immer nur zum Dreck. Also der hatet eigentlich so ziemlich jedes Spiel und Pizza ich guck's mir an. Noch. Das habe ich vergessen. Pizza Meat finde ich immer noch geil. Gut, dann habe ich noch abonniert. Boneclicks habe ich noch abonniert. Kennst du den? Was? Boneclicks? Boneclicks. Oh. Der macht halt so. Das ist so ein englischer YouTuber, also ein amerikanischer YouTuber, der war, halt so deutschen kulturellen Sachen reagiert und sich halt auch drüber lustig macht. Ist auch immer recht witzig. Dann habe ich noch abonniert den Haider. Habe ich noch abonniert. Den finde ich recht witzig. Den musst du kennen, komm. Nee. Haider. Alter. Der ist der Haider. Ich habe dir dann noch viel zu zeigen, Jona. Richtig viel zu zeigen. Dann habe ich abonniert den Einquantum Pro, habe ich abonniert. Von dem gucke ich manchmal ein paar Videos. Kennst du den? Nee. Alter. Ich kenne die alle nicht, Digga. Also, da kannst du mich eigentlich. Dann habe ich noch abonniert. GameStar habe ich noch abonniert. Grimsel habe ich abonniert. Den kenne ich, ja. Grimsel kenne ich auch. Was so, für eine Überraschung. Hand of Blood habe ich noch abonniert. Kenne ich nicht. Ach, du kennst Hand of Blood auch nicht? Ich glaube, der hat fast 1 Million Abonnenten. Dann Klängern habe ich abonniert. Dann Cool Savage offiziell. Von dem hast du bestimmt auch noch nichts gehört, oder? Cool Savage. Das ist eine Rap-Legende in Deutschland. Eine Rap-Legende, Alter. Ja, der macht schon seit, keine Ahnung, 2000 oder so, rappt der schon. Der ist cool, das ist cool. Das ist richtig cool. Das ist cool. Das ist cool. Dann Made My Day habe ich noch abonniert. Den Marco Wagner habe ich noch abonniert. Den sollten jetzt alle Österreicher unter euch kennen. Stimmt, Whisky ist ein scheiß Österreicher. Ja, wer Marco Wagner nicht kennt und in Österreich wohnt, das ist kein Österreicher. Dann habe ich noch Mythenakte abonniert. Der jetzt aber leider höchstwahrscheinlich aufhört. Dann Top 10 habe ich noch abonniert und das. Den finde ich immer scheiße. Was? Top 10? Ich fand den schon immer scheiße. Das verstehe ich jetzt. Weiß nicht so. Und ich habe und Niklas habe ich noch abonniert. Niklas hat einen YouTube-Kanal. Er hat halt noch nichts hochgeladen, aber ich habe ihn halt einfach abonniert. Geht alle mal an, abonniert Niklas. Ja, er heißt Niklas. Er heißt Niklas Schmidt auf YouTube. Alle Niklas abonnieren, bitte. Tut es. Ich mache einen Link in die Beschreibung. Ich will, dass der Junge richtig viele Abos bekommt. Der Typ ist sowieso. Du Arschloch! Hast meine Stadt beschädigt? Whisky kann halt was. Du Arschloch, hast meine Stadt beschädigt! Ja, klar. Und du mir die Stadt weggenommen hast, du Wichser. Bisonzio!
Ich hab die Stadt nicht weggenommen. Whisky vergisst das sowieso wieder, was zu verlinken. Weil das letzte Mal hast du gesagt, ja klar, verlinke ich. Schreibe ich ihm am nächsten Morgen was an. Was wollte ich denn verlinken? Ich weiß gar nicht mehr, was war denn das? Auch in der Kampagne haben wir irgendwas gesagt, ja, das können wir euch mal verlinken. Und dann schaue ich das in die Beschreibung. Safe nix. Ja, kein Bock, Alter. Das ist viel so dumm. Ihr müsst nämlich wissen, Whisky ist einer der vergesslichsten Menschen auf diesem Planeten. Nein. Safe schon den Weltrekord. Nein, natürlich doch, nicht. Alter. Wer hat Staubsaugen vergessen? Ja, nein, alles klar. Jetzt fängt er mit dem Scheiß an. Ja, komm, erzähl. Ja, komm. Ihr müsst euch so vorstellen, ich bin in Kanada. Das heißt, ich kann jetzt nicht jeden Tag aufnehmen. Dann sind wir jetzt mal gerade so unter der Woche. Und da habe ich gesagt, ja, Digga, ich. Also am Wochenende war es, glaube ich, sogar. Am Wochenende, ja, am Samstag. Nein, ja, genau, am Samstag. Ich kann jetzt aufnehmen. Ich habe halt extra so einem Kumpel gesagt, nee, Digga, ich kann jetzt nicht gehen. Ich habe voll was Wichtiges zu tun. Das ist richtig serious und was auch immer. Hier wollte ich nur mit dir zocken. Dann sagst du, ja, Whisky, komm mal online. Ich darf nicht. Ich hab nicht darauf gesorgt und mein Dad hat mein Internet ausgemacht. True Story, Leute, true Story. Jona, und Jona schreibt mir erstmal zurück, dein Ernst. Warte mal, hab ich den WhatsApp-Chat noch? Warte mal. Alter, jetzt. Ah, ich hab ein neues Handy, vielleicht kannst du den mal kurz. Aufmachen. Ich würde den sogar einblenden, aber ich weiß nicht, ob das geht mit meinem Handy. Das war halt so echt so richtig räudig. Weißt du, Jona schreibt mir dann so auf WhatsApp, ja, Alter, komm mal on, jetzt können wir aufnehmen. Und ich so, Ja, ich bin gerade beim Staubsaugen, so um 10 Uhr auf Nacht oder so. Ich lese jetzt den offiziellen Verlauf vor. Ja, aber nichts Privates, also nicht die ganzen Fotos. Deine Nacktfoto. Komm in 10 Minuten wieder. Dann schreibst du, hab grad kein Internet. Ich schreib dir, wenn ich das geregelt hab. Ich hab nur geschrieben, lol. Ich hab grad kein Internet. Ich hab nur geschrieben, nice. Ich weiß jetzt auch nicht warum. H. Punkt. Warum auch immer. Was für eine Rechtschreibung. Heute nicht gestaubsaugt und gesagt, mein Dad hat das Internet ausgeschalten. Ich hab nur geschrieben, dein Ernst. Oh mein Gott. Dann geh mal saugen. Ja, da hab ich gerade gesaugt gehabt. Was, dann jetzt ein bisschen rumsaugen. Oh Gott! Bitte entschuldige dich dafür. Ich will jetzt ein offizielles Statement auf deinem Kanal sehen. Die Folge ist echt ein Behinderter geht's nicht. Es ist halt echt so. Ganz ehrlich, Leute, habt ihr schon mal so ein behindertes Video gesehen? Die wilden Schwertkämpfer, die verlieren gerade übel Erfahrung, weil die ja Männer dazu bekommen. Die waren ja bei Silbererfahrung 2, jetzt sind die auch bei Bronzeerfahrung 2. Ja, ist normal. Weißt du, was ich richtig geil finde? Bei mir, nein, bei Octodorum steht gerade der Fullstack der Averna. Bei Octodorum? Ja, das ist in den Alpen. Lol, sind die da rüber gelatscht? Ja! Die stehen da gerade, die belagern gerade die Stadt. Ich hab da einen Agenten. Ja, ich versuche auch gerade mit meinem Agenten runterzukommen, aber das dauert 2 Runden. Hier hat eine Rebellenarmee, die hat eine drin, mit der ich selber nie gespielt habe, und zwar die Nachtjäger. Hast du schon mal mit denen gezockt? Warte mal, ich könnte jetzt. Ja, mit den Nachtjägern habe ich schon mal gezockt. Ah, ist eine Guerilla-Speerinfanterie, die halt Kavallerie gut killen kann. Das ist halt ein Ding. Er hat 6-mal keltische Krieger, 2-mal Speerkrieger, 5-mal freie Heerbanner, 3 Speerwerfer, 2-mal leichte Kaffee und 1-mal Steinschleuderer. Und sein Eidgeschworenen-Chan. Ich habe halt nur 1-mal Veteranenlegionäre, 3-mal Söldner-Kurzschwerter, 3-mal nackte Söldnerschwerter, 2-mal leichte Kavallerie. Dann habe ich noch 2 Legionäre, 2 Vigiles, 1-mal keltische Krieger, 2 Freiherrbanner, 2 Plebejer und 2-mal Speerwerfer. Glaubst du, kann ich das packen? Hast du bist du als Verteidiger oder? Als Angreifer. Offenes Feld. Offenes Feld. Was passiert, wenn du es nicht probierst? Verliere ich die Provinzhauptstadt und das wäre extrem scheiße. Da musst du es ja, oder kannst du Söldner rekrutieren? Kann ich nicht, mich wird belagert. Ich habe Söldner rekrutiert. Und zwar 8 Stück. Es ist halt. Ich habe 8 Söldner, ja. 3-mal Söldner-Kurzschwerter, 3-mal nackte Krieger und 2-mal leichte Kaff.
Du sicher, dass er dich nicht nächste Runde angreift einfach? Ja, ich weiß nicht. Ich verliere pro Runde richtig viele Männer. Er hat mich jetzt eine Runde belagert und ich habe verloren. 24 Männer pro Trupp. Wow, 24, Digga, übertreib mal nicht gleich. Pro Trupp, Alter. Achso, pro Trupp, achso. Ja, hast du einen Agenten in der Nähe? Der ist in zwei Runden da. Wie kann ich euch dienen? Das ist okay, ja, wir können es probieren auf jeden Fall, aber dann, vielleicht kannst du wieder General snipen oder so. Wir hungern nach einer Schlacht. Was kann ich machen? Wir probieren den General zu snipen und dann flieht die Armee oder so. Wenn sie Freiherber da sind. Achso, nein, sein Chen ist ein Eidgeschworener. Und er hat 6-mal keltische Krieger und 2-mal Speerkrieger. Ja, die. Du kannst eigentlich nur versuchen, den General zu snipen, mit der Moral zu gewinnen. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Also. Ist halt echt, ne? Ja. Aber wir haben nur 2-mal Speerträger dafür. Ich bin mir jetzt ganz ehrlich nicht sicher, ob ich das probieren sollte oder eventuell versuchen sollte, auf meinen zu hoffen, dass er mich entweder angreift oder dass mein Spion rechtzeitig kommt. Also ich kann dir anbieten, dass ich meinen Spion auch nach unten ziehe und ihn halt den General wegschnappe. Und der dürfte in einer Runde da sein. In einer Runde? Mein Spion steht gerade da bei dem kleinen Fluss da, wo deiner auch steht. Also bei der Stadt wie sonst hier darunter, bei dem kleinen Fluss und braucht von da ab 2 Runden. Achso, ja, dann braucht man auch. Ich dachte, es ist weniger. Ach, Octodorum ist da hinten. Ja. Traurig. Das ist da unten. Ja, bei unten. Ich kann meinen auch hinziehen. Ja, das müssen wir dann halt probieren, ne? Kommandant. Hilft nichts. Ich glaube halt, dass du die Schlacht gewinnst mit den KI-Boni, die die alle bekommen. Ja, die KI-Boni ist halt. Krass. Da ist bei mir gerade die Türklinge gegangen. Aber das Ganze sehen wir dann eigentlich im nächsten Part. Ja, wir sind gerade bei 22 Minuten. Das machen wir nächsten Part dann die Schlacht, oder? Nächsten Part wird dann die Schlacht kommen, ja, aber ich warte die Runde. Ich warte. Dann werde ich jetzt den Part beenden und dann hoffen wir mal, dass wir rechtzeitig ankommen, wenn die Stadt kapituliert, auch in 2 Runden. Ja, okay. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder mal. Also, schreibt Kommentare natürlich. Themen sind ganz wichtig. Über das wir das nächste Mal reden können. Weil sonst wird es wieder so eine räudige Folge wie heute. Und lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Damit würde ich sagen. Ja gut, die brauche ich eigentlich gerade nicht. Ich habe 2 Armeen. Ja, 3. Okay, könnt ihr auch Armeenamen da lassen? Dann würde ich sagen, ciao und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.